Wie lang darf Herrenhose sein? Und wie weit überhaupt? Und welche Socken treibt man dann dazu? Ich zeig's euch. Viele meiner Kunden stören sich daran, dass die Hose so eng und so kurz ist bei den Männern. Aber ich muss mal erklären, früher war die Hosenweite 20 cm. Sie ist so oder so über die Schuhe schön runtergekommen, dann hat man sie gut lang lassen und sie hat den Schuh bedeckt. Neu ist das anders, die Hose ist enger, sie ist teilweise fast 17 cm rund, also viel, viel enger und die kommt gar nicht über die Schuhe, wenn man es länger lassen würde. Das heisst, es wird komische Falten geben. Darum ist sie kürzer geworden. So wie kurz trägt man sie im Büro. Ihr könnt wirklich, entweder macht sie einen Knick, das ist so die klassische Länge, also sie ist sowieso kürzer, weil sie eben halt schneller auf dem Schuh aufsteht. Also ein Knick ist klassisch. Für alle, die noch ein bisschen trendiger sind, könnt ihr auch noch kürzer tragen. Wichtig ist einfach, dass man passende Socken dazu trägt. Dazu kommt, dass der Anzug viel moderner geschnitten ist. Meistens ist er noch ein bisschen frecher geschnitten, indem er kein Futter hat oder Halbfutter hat. Auch noch ein bisschen kürzer. Und die Hose ist oben, hat sie eine gute Weite und geht unten enger. Also bitte nicht knallenge Hose von oben bis runter, sondern oben noch ein bisschen weiter und unten dann noch ein bisschen enger. Wenn ihr euch für passende Länge entschieden habt, könnt ihr noch entscheiden, ob ihr sie mit Umschlag oder ohne möchtet. Früher hat man es für klassische Modelle mit Umschlag getragen, heute ist es eher eine trendige Angelegenheit. Und dann, wie wählen die Schuhe und Socken dazu? Zu den klassischen Schuhen und jetzt auch die Hose könnt ihr entweder Hosenfarbe oder Schuhfarbe aufnehmen. Ihr dürft eine wählen, wenn es eher klassischer soll sein und wenn ihr verspielter möchtet, dann auch irgendein Muster. Selbstverständlich bleiben da in diesen Tönen von den Schuhen und Hosen. Wenn ihr weiße Turnschuhe dazu trägt, haben wir schon mal gesagt, ist es No-Go weiße Socken. Also bitte bleibt da in der Farbe der Hose. Auch da, ob gemustert oder ohne, das ist eine Geschmackssache.